Ja, sieh was die Mauer und grüß euch, die Buben. Wir haben in der Zwischenzeit, komm, jetzt sagen wir es, 23 Grad, Tendenz steigend. Es ist auch im Augenblick erst 9. Ich ziehe scharf ein bisschen am Berg. Bin da rum gerade beim Stabbruch, wie du gerade siehst, ist da auch ein schöner Baum umgefallen. Dann haben sie sogar schon alles gehabt, dass man durchgekommen. Ich will jetzt auf das eine Platzl da hingehen, wo ich schon ein paar Mal übernachtet habe. Und wenn wir es dort ein bisschen gut gehen machen. Heute gibt es auch mehr Gemüsesuppe oder so. Also, gehen wir mal weiter. Ja, wie man sehen kann, ist da einiges schon umgefallen, abbrochen. Zum Glück wird das alles schön geschnitten, dass die Wege zumindest frei sind. Ja, und spätestens jetzt müsst ihr wissen, wo ich bin. Richtig idyllisch und das ist richtig angenehm jetzt. Richtig kühl. Und da mein Stein. Und da werden wir jetzt einmal was zum Futter machen. Das ist bei der letzten Mal, wie ich herum war, da noch gestanden. Hat sich auch schon umgelegt. Naja. Ja, ich habe mir es da jetzt einmal gemütlich gemacht. Da bin ich wirklich im Schatten herin. Also angenehm ist es zwar immer noch extrem. Schwul, aber ja, macht nichts. Ja, ich möchte mir heute eine Gemüsesuppe machen, wie schon mal kurz angesprochen. Ich habe mir dazu ein paar Erdäpfel mitgenommen, die werden wir gleich schneiden. Ich habe mir dann auch noch ein paar so bunte Nudeln rein. Und dann habe ich noch ein bisschen ein tiefgefrorenes Gemüse mitgenommen. Hoppala. Das kriegen wir aber kaum. Und das werden wir sich auch reinhauen. Ja, ich bin jetzt noch am überlegen, weil ihr habt es gesehen, ich habe mir diese Kiefernzapfen gesammelt. Ich habe auch heute den Solostoff dabei. Es ist da auch wirklich feucht und ich könnte mir da gemütlich am Stein herstellen. Da könnte eigentlich gar nicht viel sein. Und ja, ich bin noch am überlegen, was ich tue. Ich habe aber auch eine Brennpaste mit. Ja, ich werde es einmal mit einem Pfeil probieren und schauen wir mal. Man kann immer noch zur Brennpaste umsteigen. Die Brennpasta-Dosen mit vom Stubenkocher und das Feuerträgen, also da kommen wir auf alle Fälle durch. Ja, ich habe noch so eine fix fertige Bouillon mit. Die sind nicht so schlecht auch. Habe ich schon ein paar Mal gehabt. Aber jetzt werden wir mal ein bisschen die Erdäpfel schön. Ja, Wasser habe ich diesmal nur mitgenommen. Ich habe da einen 1,5 Liter Beutel. Den Squeeze, den habe ich schon so lang. Mit dem habe ich auch noch über den Tag gefüllt. Aber. Die haben wir so ein bisschen würfelig schneiden, aber auch ein bisschen kleiner. Dann sind sie auch schneller durch. Ja, dann haben wir auch noch das restliche gleich dazu. Wie gesagt, meine Nudeln, was ich noch habe. Die kommen noch eine. Und das Gemüse geben wir auch gleich dazu. Das ist noch leicht gefroren, mit was gekocht ist. Die werden wir mit einem Pfeil probieren, wie es ausschaut. Tannenzapfen oder Fichtenzapfen habe ich ja da. Ich denke, die werden auch nicht so schlecht brennen. Ja, leider, Flieger sind auch wieder unterwegs. Die sind recht groß, passt gerade mehr. Einer da vorne, einen kleinen nachwerfen. Ja, die Kiefernzapfen sind für den Brennraum von Solostoff halt ein bisschen zu groß. Mit zwei Zapfen ist er voll. Ja, normal füttert man den mit so kleinen Sticks. Also, das mache ich jetzt auch und aus. So brennt er auch schön. Klar, man muss den öfters nachlegen. Bei den kleinen Brennraum passt da nicht so viel rein.
Ja, Freunde, ich muss zu meinem Entsetzen entdecken, mein Löffel liegt daheim in der Abwasche. Das schaut natürlich nicht gut aus. Nein, zum Schnitzen werden wir auch nicht mehr viel Zeit haben, weil das Superl ist schon fast fertig. Aber was mir da jetzt noch aufgefallen ist, ich habe da noch so eine kleine Flaschen dabei. Da könnte man da einen Löffel ausschneiden. Das wäre ja machen müssen, so wie das ausschaut. Naja, Gas mal an. So, das ist der Rest von meiner Flaschen. Das Projekt Löffel ist fertig. Besser wie gar nichts. So, jetzt kommt diese Bouillon da noch rein. Und dann ist mein Superl auch schon fertig. Vom Feuer. So. So, lass doch, stellen wir da weiter auf den Star. Ja, Freunde, der Löffel ist vielleicht kein Meisterwerk geworden, aber ich würde sagen, man kann damit essen. Köstlich. Ja, in der Zwischenzeit hole ich mit meinem Speziallöffel schon meine Technik heraus und ich sehe da kein Problem beim Essen. Pipi feinst. So, Topferl ist leer. Ich habe es ein bisschen schon angewischt. Das Ganze ein bisschen anwaschen. Lassen wir dabei und dann werden wir sowieso noch ein bisschen Wasser drüber. Am Anfang an schieben wir das Ganze zu. Brennpaste rein. Wie gesagt, ich habe da die Feuerträger dabei. Da geht. Ja, wie gesagt, die Brennpaste geht ab. Wie Schmidts Katze. Da glüht alles da oben. Ja, in dem Sinn, meine Krankensessel, mein erster Gedanke ist wieder bei euch und dann alle anderen. Prost, Freunde. Ach ja, sehr gut. Ich habe ja Masen. Wir haben jetzt, es ist Viertel zwölf, also 15 Minuten nach 11 und wir haben 27 Grad schon. Das soll ich heute 32 Grad wieder haben. Ich bin echt froh, dass ich da bin. Da bin ich ein bisschen geschützt mit den Felsen. Die streut ein bisschen Kühle ab. Weil sonst war es wahrscheinlich eh schon wieder Wahnsinn. So, ja, alles erledigt. Das heißt, wir packen schön langsam wieder zusammen und gehen Richtung heimwärts, weil Nachmittag, wenn es heiß ist, werde ich mich in den Pool schmeißen. So, wir haben wieder alles dabei.
In der Zwischenzeit bin ich am Weg heraus. Aber ich kann euch gar nicht sagen, wie heiß es da ist. Es ist da drinnen gar nicht so aufgefallen. Da war es so schön angenehm. Und da ist der Wahnsinn. Ja, Freunde, ich kann euch verraten, die Sonne genau wieder war. Bist du narrisch? Zum Glück bin ich gleich herunten. Ja, Freunde, das war's. Ich bin wieder herunten angelangt. Gott sei Dank, weil es ist heiß. Ja, ich sage wie immer in dem Sinne, danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und servus die Malen und pfiat euch, die Buben.